Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen beim Online-Workshop vom Herzseminar vom 2.4.2023 mit dem Thema Technik, die die Herzgesundheit unterstützt. Mein Name ist Frank Lindemann, ich bin einer der Ärzte aus dem Herzzentrum Leipzig in der Abteilung für Elektrophysiologie und in den nächsten Minuten werde ich Sie durch die neuen Technikerrungenschaften führen, was es in der letzten Zeit Neues gab und wie die aktuelle Datenlage dazu ist. Um sich dem Thema zu nähern, müssen wir erstmal definieren, was letztendlich Herzrhythmusstörungen eigentlich sind. Herzrhythmusstörungen sind in der Regel die Störung der normalen Erregungsleitung des Herzens. Sprich, das Herz erhält an verschiedenen Punkten keine regelmäßigen Befehle mehr und die Kontraktion kommt aus einem gewohnten Rhythmus und ist entweder zu schnell oder zu langsam. Normal sollte die Schlagzahl des Herzens zwischen 60 bis 80 oder 100 Schlägen pro Minute aufkommen und durch diese Herzrhythmusstörung kann das erstmal unrhythmisch werden und sogar letztendlich zu schnell oder zu langsam werden. Die typische Symptomatik von Herzrhythmusstörungen werden typischerweise bemerkt mit Palpitationen, sprich man merkt ein verstärktes Herzklopfen im unregelmäßigen Rhythmus. Ein schnelleres oder langsameres Herzklopfen bis hin zum Herzrasen. Gelegentlich kann man auch Druck auf der Brust verspüren, im Fachjargon auch Angina pectoris genannt. Herzrhythmusstörungen können ebenfalls auch Luftnot auslösen, sowie starken Schwindel und sogar bis hin zur Bewusstlosigkeit führen. In der Geschichte ist das EKG oder überhaupt die Dokumentation von Herzrhythmusstörungen schon ungefähr seit dem 19. Jahrhundert bekannt. Da hat letztendlich Wilhelm Einthoven das erste EKG-Gerät letztendlich erfunden, entwickelt, um letztendlich verschiedene Herzrhythmusstellen zu dokumentieren. Um 50 Jahre später erst kam es zum ersten Einkanal-EKG, das letztendlich auch erneut dokumentiert werden kann, bis wir letztendlich heute das bekannte 12-Kanal-EKG sehen, was viele von Ihnen kennen. Um den Herzrhythmus letztendlich auf längere Zeit auch nochmal anzusehen, hat man in der letzten Zeit entweder auf nicht-invasive Langzeit-EKGs gesetzt, was wahrscheinlich alle von Ihnen kennen, um verschiedene Rhythmusstörungen zu detektieren. Wenn man letztendlich jetzt Rhythmusstörungen in seltener Form hat, kann man auch überlegen, ob man noch beispielsweise einen Ereignisrekorder implantiert unter die Haut. Das ist letztendlich ein Gerät, was wer den Herzrhythmus überwacht und dokumentiert bei möglichen Herzrhythmusstörungen. Die Batterie hier hält ungefähr 2 bis 3 Jahre. Hier sieht man den Ereignisrekorder nochmal, sowie die Tools, wie letztendlich das Gerät implantiert wird. Vorteile nochmal an dieser Stelle ist die durchgehende Überwachung, weil letztendlich dieses kleine Gerät, hier sieht man das an der Seite auch nochmal, mittels diesem Zubehör letztendlich unter die Haut implantiert wird. Dieser Eingriff dauert ca. 2 bis 3 Minuten und man hat dann dementsprechend eine durchgehende Überwachung des Herzrhythmus mit sehr guter Qualität, um letztendlich verschiedene Rhythmusstörungen zu dokumentieren. Und des Weiteren hat man einen Vorteil, man kann diesen Ereignisrekorder mittels eines zweiten Gerätes, was letztendlich im gleichen Raum sich befinden muss, an das Home Monitoring System anbinden, sprich die direkten Ergebnisse oder die direkten Herzrhythmusstörungen werden dann letztendlich beispielsweise zu uns ans Herzzentrum versendet. Wir können uns das jetzt genauer ansehen, um letztendlich zu detektieren, ist das vielleicht jetzt doch noch Vorhofflimmern oder nicht, auch bei Episoden, die man selber nicht bemerkte. Sollte man eine Herzrhythmusstörung haben, ist der bisherige Weg natürlich immer zur niedergelassenen Praxis oder in eine Notaufnahme gewesen, um letztendlich ein 12-Kanal-EKG zu dokumentieren, damit man letztendlich vorliegen hat, was es für eine Rhythmusstörung ist, um sie natürlich besser zu therapieren. Jetzt hat man aber häufig das Problem, dass diese Herzrhythmusstörung man in gelegentlichen Fällen nur wenige Minuten anhält und wenn man sich beim Arzt oder Notaufnahme vorstellt, ist diese Herzrhythmusstörung schon wieder in normalen Sinusrhythmus konvertiert.
Um sich dem noch weiter zu nähern, da gibt es verschiedene Lösungen. Hier beispielsweise das Cardio24. Die sind alle relativ ähnlich von der Therapie. Man hat zwischen diesen zwei Kontakten letztendlich, mit denen man den Fingern aufhält, generiert man ein Einkanal-EKG, mit dem verschiedene Herzrhythmusstörungen hier auch dokumentiert werden kann, wie man auch hier sieht. Und so kann man relativ schnell den Unterschied erkennen, ob es sich wie hier unten in dem Fall um den normalen Rhythmus handelt oder beispielsweise in dem oberen Bereich hier von diesem EKG beispielsweise um Vorhofflimmern, was natürlich deutlich wichtig und auch wichtig für die fortführende Therapie in diesem Bereich ist. Und es ist weitaus weniger invasiv als beispielsweise ein implantierbarer Ereignisrekorder. Neue Technologien, wo stehen wir da? Das ist letztendlich in den letzten Jahrzehnten ist es letztendlich häufiger geworden, dass letztendlich ein EKG in unseren Alltag integriert wird. Beispielsweise mittels eines T-Shirts, wie man es hier sieht, initial ursprünglich zum Sport. Jedoch kann das aber auch in jegliche andere Textur, Struktur eingebaut werden, wie man hier sieht. Letztendlich sieht man diese einzelnen EKG-Ableitungen und man kann, während man sich am Tag bewegt, letztendlich verschiedene Herzrhythmusstörungen hiermit auch detektieren. Das Gleiche kennt man letztendlich auch als Wearable EKG-Sensoren, speziell im Bereich des Sports, wie man sieht, als Bauchgurte, die letztendlich hier eine Herzfrequenz detektieren. Auch während eines Hochleistungssports beispielsweise. Jedoch lassen die sich, wie man hier sieht, auch im Alltag gut etablieren. Auf der anderen Seite zu den implantierbaren Event-Recordern gab es dann verschiedene Technologien, wie man hier zum Beispiel diesen COXT-Patch sieht. Letztendlich ein Event-Recorder, der nicht unter die Haut implantiert wurde, sondern mittels einer Klebefläche auf der Haut liegt letztendlich relativ klein ist, auch von Kleidung dann überdeckt werden kann. Bei diesem Event-Recorder hat man letztendlich ein deutlich besserer Tragekomfort im Vergleich zum Beispiel zu einem Langzeit-EKG mit der verschiedenen Kabellage. Und ein weiterer Vorteil ist, man kann sogar diesen Event-Recorder auch während des Duschens tragen. Und man sieht aus vielen von Studien, dass hier auch viele Rhythmusstörungen detektiert werden, weil man so ein Patch beispielsweise für circa 2 Wochen auch kleben lassen kann und damit natürlich dem Langzeit-EKG auch überlegen ist. Kommen wir jedoch jetzt zu den neuen Technologien, also die Technologien, die jetzt im letzten Jahren letztendlich immer mehr prominent geworden sind. Da haben wir natürlich ganz großer Player, sind verschiedene Smartwatches, wie hier beispielsweise die Apple Watch, die letztendlich sogar ein Einkanal-EKG aufnehmen kann und letztendlich auch damit verschiedene Rhythmusstörungen detektieren können. Das gucken wir uns aber gleich genauer an. Des Weiteren kann man auch verschiedene Apps nutzen, wie man hier sieht, um eine gewisse Herzfrequenz oder um einen Rhythmus sich darstellen zu lassen, auch mittels der Kamera. Da gibt es halt also verschiedene Smartphones, die man nutzen kann. Das muss jetzt nicht Apple sein, auch Samsung und ähnliche Apps sind auch dafür nutzbar. Auch das gucken wir uns gleich genauer an. Es gibt verschiedene Ohrclips-Sensoren, die einen Herzrhythmus detektieren können. Das funktioniert ähnlich wie die verschiedenen Smartphone-Apps. Das, wie gesagt, schauen wir uns gleich an. Es gibt diesen Cardio Alive Core, das war ähnlich wie dieser Cardio 24, den wir uns angeguckt haben, den man letztendlich mittels den Auflegen der Finger ein Einkanal-EKG schreiben kann und so letztendlich auch Episoden von Vorhofflimmern direkt detektieren kann oder verschiedene andere Rhythmusstörungen, die zu diesem Zeitpunkt gerade auftreten. Als letztes gibt es noch ein MyDiagnostic, wie er letztendlich heißt. Hier ist es letztendlich jetzt wie so ein Stift, den kann man in der Tasche tragen und durch das Anlegen der Finger auf beiden Seiten, es ist ähnlich wie bei dem Cardio Alive, macht es letztendlich einmal ein Einkanal-EKG und man kann letztendlich verschiedene Rhythmusstörungen darüber detektieren. Als nächsten Meilenstein gucken wir uns die Smartwatches an, in diesem Fall beispielsweise die Apple Watch. Der Apple Watch und auch anderen Smartwatches ist es möglich, ein Einkanal-EKG aufzunehmen, ähnlich technisch im Hintergrund wie zum Beispiel bei dem Alive Core oder Cardio 24 mittels einzelnen Elektroden kann man ein Einkanal-EKG hier dokumentieren. Wie man jetzt zum Beispiel hier an den beiden EKG-Beispielen sehen kann, ist es
aufgrund dieses Einkanals-EKG ist möglich, zum Beispiel hier von einem normalen Sinusrhythmus, von einem Vorhofflimmern, was man hier oben sieht, zu unterscheiden und dementsprechend auch die Dokumentation einmal vorliegen zu haben. In dem Bereich zum Beispiel von dieser Apple Watch 5 sieht man hier zum Beispiel ein Vorhofflimmer-Episode über kurze Zeit, die jedoch durchgehend dokumentiert wurde und dementsprechend auch dann therapiert werden kann. Hier kann man sich letztendlich einmal die schematische Darstellung zeigen lassen, wie seit oder von einem Herzschlag letztendlich das EKG-Signal aufgefangen werden kann mittels einer Smartwatch. Ne? Man sieht letztendlich, wie der Rhythmus vom Herz letztendlich abgeht und über die verschiedenen Hautzellen weitergeleitet wird und am Ende an der Uhr detektiert werden kann. Ein anderer Weg letztendlich, um zu dokumentieren und verschiedene Herzrhythmusstörungen zu dokumentieren, sehen wir hier in einer Publikation. Hier wird letztendlich mittels des Smartphones mit der Kamera, speziell auch mit der Blitz, also in der Kombination von Blitz und Kamera, die Pulswelle dokumentiert, ähnlich bei diesen Fingerclips, die man aus beispielsweise den ambulanten Praxen oder auch aus den Kliniken kennt. Was einem da letztendlich zur Verfügung steht, ist diese Fotoblitmographie. Hier wird mittels Blitz letztendlich einmal und Kameratechnik wird einmal die kann man sich diese atriale Pulswelle einmal darstellen, wie man das hier sieht. Also hier schematisch ist hier letztendlich der Finger, den man davor hält. Hier ist die Kamera und so kann letztendlich auch jede Kamera oder jedes Smartphone auch dementsprechend umgebaut werden, um verschiedene Herzrhythmusstörungen zu detektieren. Hier sieht man dann mal auf der rechten Seite die verschiedene Auswertmöglichkeit. Hier oben sieht man dann dieses Pulsblitmographie-Signal und man sieht hier bei einem normalen Rhythmus ist dieser Rhythmus relativ normofrequent, sprich es gibt keine großen Ausreißer. Dementsprechend kann man hier, wenn man sich das auch anguckt von der Herzfrequenz, sieht man hier, dass es ein regelmäßiger Rhythmus ist in dem Falle. Beim Vorhofflimmern ist ja durch die unregelmäßige Überleitung über diesen AV-Knoten das Signal hier unten im Bild deutlich irregulärer. Man hat letztendlich schnellere und langsamere Episoden und man hat verschiedene Punkte und mittels Algorithmen ließ sich auch hier deutlich besser auch Vorhofflimmern, zum Beispiel in dem Fall hier, detektieren und man kann es auch zu hohen Wahrscheinlichkeiten auch zum Sinusrhythmus im Vergleich gut unterscheiden. Diese Software gab es initial schon ab 2016. Da gab es diese erste Firma, die das letztendlich einmal in die Wege geleitet hat. Die Qualität ist deutlich besser geworden, die Surfer ist deutlich besser geworden, aber seit 2016 gibt es letztendlich schon diese Funktion, dass man mittels dieser Pulsdopplerkurve letztendlich einmal verschiedene Herzrhythmusstörungen detektieren kann, die sich aber natürlich in der Zeit deutlich mehr etabliert haben und dementsprechend natürlich auch genauer sind. Letztendlich hat sich das auch etabliert mit dieser Pulsdopplerwelle bis hin zu den Apple Watches. Letztendlich versucht man diese verschiedenen Detektionsmechanismen in Geräten zu etablieren, die man alltäglich dabei hat, wie das Smartphone, aber noch komfortabler ist natürlich in dem Fall eine Smartwatch, beispielsweise die Apple Watch. Da gibt es verschiedene Generationen und dementsprechend verschiedene Funktionen. Die Apple Watch der Generation, zum Beispiel bis Generation 3, hat sich auch dieser Pulsoximetrie ausgenutzt. Hier letztendlich konnte man auch dann eine Herzfrequenz detektieren und man konnte dementsprechend auch wirklich Patienten herausfischen, die verschiedene Herzrhythmusstörungen aufwiesen. Der Unterschied zwischen der Pulsoximetrie, man hat halt jetzt keine direkte Einkanal-EKG-Darstellung, wie zum Beispiel bei diesen neueren Apple Watches beispielsweise, die auch Möglichkeiten haben, im Analog letztendlich zu dem Live-Core oder dem Cardio24 auch ein Einkanal-EKG zu dokumentieren, sondern hier wird letztendlich die Pulskurve und damit wird auf die Herzfrequenz zurückgeschlossen. Auch in den neuen Guidelines, die 2020 herausgekommen sind, letztendlich zur Diagnose vom Vorhofflimmern, hat sich letztendlich auch
haben sich letztendlich auch diese verschiedenen Wearables und Softwareformen als gute Möglichkeit gezeigt, das zu dokumentieren. Also das ist letztendlich, das ist die Qualität dementsprechend so hervorgeschritten, dass hier die Vorflimmer-Dokumentation auch nachgewiesen werden kann. Also hier drüben auf der Seite sieht man zum Beispiel nochmal eine Zusammenfassung der verschiedenen Devices, ne? Also man hat hier letztendlich das Langzeit-EKG, damit sollte es auch anfangen. Wir haben die Patches, die wir auch schon gesehen haben, die man 2 Wochen anlassen kann und dann auch sogar damit duschen kann. Man kann Sport machen damit, halten, wie gesagt, 1 bis 2 Wochen. Man hat den implantierten Event-Recorder, hier sieht man auf der Zeichnung, hält, wie gesagt, akut circa 2 Jahre. Und da kann man letztendlich auch an dieser Stelle Vorflimmern dokumentieren. Wir haben die Brustgurte gesehen, die auch eine deutlich schöne Variante sind, ähnlich natürlich wie diese Wearable-T-Shirts, die auch ein sehr gutes EKG-Signal ableiten. Und jetzt kommen wir auch zu den ganz neuen Techniken. Also hier sieht man beispielsweise die Smartwatch, die natürlich einmal hier ein wirkliches Einkanal-EKG abzeigen kann oder letztendlich dokumentieren kann, um letztendlich auch Vorflimmern hier herauszufinden. Oder man hat die Pulspleinografie, letztendlich die arterielle Pulswellenkurve mittels einer Smartwatches, wie man hier sieht, über die Kamera und den Blitzsensor oder auch verschiedene andere Smartwatches, die sich auch dem entsprechen. Und ähnlich auch zum Einkanal-EKG gibt es auch verschiedene Geräte, die man sozusagen im Anfall nutzen kann, wie zum Beispiel das Cardio24 oder der MyDiagnostic. Die funktionieren eh alle auf die ähnliche Funktion oder die haben alle eine ähnliche Funktion. Letztendlich hat man zwei verschiedene Elektroden, die man verbindet und zwischen den zwei Elektroden wird dann ein Einkanal-EKG abgeleitet. Wie gesagt, analog zum EKG und hier lässt sich natürlich auch eine gute Dokumentation nachweisen. Auch nie falsch, sollte man auch nie aus dem Blick verlieren. Das ist natürlich das, was man immer machen sollte, ist natürlich auch das ganz normale Pulstasten und natürlich auch eine Blutdruckmessung, um das nachzuweisen. Wichtig, wie gesagt, an der Stelle ist, dass auch die neuen Technologien, vor allen Dingen natürlich die Smartwatches und die Wearable-Gurte beispielsweise, sind jetzt alle auch in die neue Guideline reingekommen, um letztendlich auch eines Einkanal-EKGs eine Dokumentation anzustreben und dementsprechend auch eine Therapie voranzuschreiten. Hier sieht man nochmal publiziert im Europace verschiedenen systematischen Überblick nochmal über alle neuen Software oder Hardware, die man nutzen kann, um verschiedene Rhythmusstörungen zu detektieren. Wichtig sind die zwei verschiedenen Punkte. Einmal natürlich die Pulsoximetrie, die mittels Software, wie man hier sehen kann, da gibt es verschiedene mittels der Kamera und den Blitzfunktionen letztendlich einmal diese verschiedenen Pulswellen zu detektieren, die dann analog gleichzusetzen sind natürlich mit dem Herzrhythmus, um verschiedene Rhythmusstörungen zu detektieren. Auf der anderen Seite haben wir natürlich noch die elektrischen Signale, also wirklich den Nachweis hier zum Beispiel mittels MyDiagnostic oder hier dem AliveCor, auch Cardio24 zählt dazu. Lässt sich wirklich ein Einkanal-EKG abzeichnen, ähnlich auch wie bei den neuen Smartwatches, um auch zu detektieren, was das für eine Rhythmusstörung ist. Also der Vorteil der Electrical Signale oder der elektrischen Signale ist natürlich hier, um direkt auch zu sehen, ob das beispielsweise Vorflimmern ist. Oder wenn man jetzt hier auch hier unten mal diesen Dokumentation sieht, sieht man halt den normalen Herzschlag gepaart von Extraschlägen aus der Herzkammer, die man dann natürlich dementsprechend detektieren kann und auch dann am Ende natürlich therapieren kann. Auf der anderen Seite haben wir uns auch die Smartwatches angeguckt, die natürlich den Alltag, aktuell natürlich aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken sind. Da gibt es verschiedene Anbieter von Samsung, Apple haben wir gesehen, Huawei, die natürlich mit ähnlichen Funktionen arbeiten und dementsprechend auch hier eine gute Wirksamkeit zeigen, um letztendlich auch da den Herzschlag zu überwachen, um mögliche Herzrhythmusstörungen an dieser Stelle auch zu detektieren.
Es gibt theoretisch noch andere Sensoren verschiedener Art, die sich auch der Pulsoximetrie zu Nutzen machen. Beispielsweise hier über die Ohrpulsoximetrie lässt sich auch hier ähnlich zu den verschiedenen Softwareformen, was wir gesehen haben, oder diesem einfachen Fingerclip ein Herzrhythmus detektieren und hier natürlich Herzrhythmusstörung auch anzeigen. Auf der anderen Seite ist natürlich bei manchen Geräten schwierig, sich das im Alltag vorzustellen, aber letztendlich die Smartwatches und die Smartphones sind natürlich aktuell da deutlich angenehmer, da die natürlich auch aktuell im Alltag immer zu nutzen sind. Zusammenfassend ist dementsprechend zu sagen, dass man natürlich heute Smartphones und Smartwatches sind also aktuell nicht mehr aus dem Alltag wegzudenken. Dementsprechend kann man diese natürlich auch nutzen, um hier verschiedene Rhythmusstörungen auch zu detektieren, was natürlich auch in diesem Fall gemacht wird. Es gibt in dem Fall unterschiedlichen Techniken, was wir gesehen haben. Zum einen die Photoblindenlosigkeitsmessung und auch neuerdings bei den Smartwatches besonders die Einkanal-EKG-Ableitung, die dementsprechend auch eine Möglichkeit bieten zur deutlich komfortablen EKG-Monitoring im Vergleich jetzt beispielsweise zu den Langzeit-EKG-Monitoring-Versionen, weil natürlich auch die verschiedenen Smartphones und Smartwatches natürlich jederzeit im Alltag erhalten sind. Dementsprechend kann man schneller Herzrhythmusstörungen detektieren, was natürlich auch konsekutiv zu einer schnelleren Therapiemöglichkeit führt und natürlich auch zu sehen ist, was man für eine Rhythmusstörung vorliegen hat. Dementsprechend kommt es natürlich auch zu einer Reduktion von Folgeschäden, zum Beispiel von Schlaganfällen, die natürlich eine Folge des Vorflimmerns sein können, die letztendlich auch sogar bis hin zum Tod führen können und auch nicht an letzter Stelle natürlich zu sehen, ist natürlich insgesamt eine Reduktion der Krankenhausaufenthalte und damit verbundenen halt auch natürlich Krankenhauskosten. Aber in der ersten Linie ist es natürlich. Zusammenfassend muss man aber natürlich sagen, es gibt viele neue Technologien, die detektieren Rhythmusstörungen deutlich effizienter und schneller als bisher. Aber diese neuen Technologien ersetzen natürlich niemals die Vorstellung beim Arzt.